Hi und herzlich willkommen zu diesem Video. Heute wollen wir mal den Grill aufwerten und zwar mit diesen Premium-Rollen für den G6S oder G4S von Rösle. Und damit soll man dann leichter über die Terrasse oder wie bei mir über das Kopfsteinpflaster fahren können. Und wir werden heute noch was festmachen, wo ich so lange drauf gewartet habe, bis es lieferbar war. Heute ist es endlich da und das bauen wir jetzt dran. Also, los geht's. Also bisher hatte ich auch die Plastikrollen dran, die bei der Auslieferung mitgeliefert werden. Und das sind jetzt die neuen Premium-Rollen, die auch komplett aus Metall gefertigt sind. Das heißt, das andere war komplett Plastik, wie so bei einem Bürostuhl kann man sich das vorstellen, nur etwas größer. Und die sind jetzt hier aus einem Metallgehäuse bzw. Rahmen. Und hier oben auch, man sieht ein Kugellager drin, was wirklich ja, sehr ordentlich aussieht. Also als würde es eine Menge Gewicht aushalten. Und gerade wenn man viel hinherschieben muss, dürfte das besser sein. Was natürlich auch eine Sache ist, vorher sind so Kunststofflaufflächen gewesen. Das heißt, das Plastik hat normalerweise auch kaum Grip auf dem Boden. Und das sind also Vollgummiräder, also Vollgummi bis halt. Hier sieht man vielleicht einen Unterschied und damit auch eine bessere Haftung am Boden. Ich zeige euch jetzt mal, wie der Grill so auf der Terrasse fährt und das vergleichen wir dann zu später mal. Was auch noch haben, ist eine Feststellbremse. Das war bei den anderen auch dran. Die kann ich aber auch mit dem Fuß auch ordentlich treffen. Das heißt, im Vergleich, die ist also ziemlich lang, aber auch aus Kunststoff. Und das drückt hier unten so ein kleines Metallblättchen auf die Rollfläche und damit bremst das eben. Das heißt, das kann ich hier einrasten und damit sind die Räder auch gesperrt. Wo ich jetzt noch ein bisschen skeptisch bin, hier oben, man sieht es, der Überstand hier ist nicht so groß. Das heißt, ich muss wahrscheinlich mit dem Fuß hier drunter, um es wieder zu lösen. Aber das wird schon in der Praxis dann zeigen. Ja, ansonsten gibt es hier nicht viel zu sagen. Vier Stück sind mit drin, Bremsen sind an allen vier Stück dran. Und wir stecken es jetzt in den Grill und gucken, wie gut es funktioniert. So, man sieht es hier, also die Rollen sind minimal höher. Also ich will mal gerade mal messen. So ungefähr 1,5 cm höher. Der Durchmesser der Rolle ist allerdings gleich. Das heißt hier 7,5 cm, das ist identisch. Aber jetzt müssen wir die ja von unten da dran bekommen. Das heißt, wir unterbauen mal den Grill hier. Und das muss ungefähr... Naja, ein bisschen hoch eben noch 15, 16 cm hoch sein, damit wir eben die Rolle von unten drunter kriegen. Die Gasflasche ist draußen, damit es leichter ist. Also los geht's. Also mit etwas hin und her wackeln funktioniert es ganz gut und dann gleichzeitig ziehen, dann gehen sie ganz gut raus. Hier nochmal so der direkte Vergleich beider Rollen nebeneinander. Also wie gesagt, größenmäßig ist es vom Radumfang das gleiche. Aber sieht doch deutlich stabiler aus. Die Auflagefläche ist natürlich dann etwas breiter bei den Kunststoffrollen. Aber allein hier oben das Gehäuse ist schon ein Weltenunterschied. Mal gespannt, wie es gleich beim Fahren ist. Hier mal der Vergleich von vorne, wie es aussieht. Links Plastik, rechts Metallrolle. Was meint ihr, was besser ist? Metall oder Plastik? Schreibt es mal in die Kommentare. Und was wir auch noch gerade dran bauen können, ist das hier. Und zwar ist das eine Hakenleiste. Das hier, also mit den drei Haken, um hier Grillwerkzeug einzuhängen. Und das gleiche geht eben nochmal auf der linken Seite. Und damit haben wir insgesamt sechs Haken, um hier Grillwerkzeuge festzumachen. Sehr cool. Gibt es für unter 10 Euro nachzubestellen. Link packe ich auch unten in die Videobeschreibung. Fertig. Also optisch muss ich sagen, sieht so besser aus meiner Sicht. Also gerade die schwarzen, ordentlich lackierten Metallfüße im Vergleich zum Kunststoff ist schon was anderes. Wir werden jetzt mal fahren, aber einen Punkt habe ich schon gefunden, wo es ein bisschen Diskussionsbedarf gibt. Also abgesehen, runtertreten mit dem Fuß funktioniert ganz gut, aber auch mit der Hand ist das kein Problem. Ja, die wie oft man das benutzt, vielleicht
wäre es hier besser, auch ohne Kunststoff, das einfach mit der Hand zu machen. Dann geht nichts kaputt und bleibt auch einigermaßen sauber. Ich muss mit der Hand sowieso runter, weil normalerweise drehe ich die Rollen dann immer nach hinten. Wenn es auf der finalen Position ist, sieht einfach schöner aus. Wem ist egal, es geht aber auch so, es steht nicht so weit raus. Sind gerade einmal 5 cm. Also vom Rollwiderstand finde ich es deutlich besser. Also es lässt sich deutlich leichter schieben und der Grill auch mit der Gasflasche drin, finde ich, läuft einfach ja, vernünftiger, satter über den Boden. Der eine Punkt, den man aber merkt aus meiner Sicht, ist durch die höhere Höhe der Rollen. Also 2 cm ungefähr in der Höhe habe ich das Gefühl beim festen Bewegen des Grills, dass hier etwas mehr Schwankungen drin sind. Und eine Sache sehen wir noch, wenn wir dichter dran gehen. Also die Verbindung zum Grill hier oben scheint einigermaßen stabil zu sein, aber durch das Kugellager scheint es etwas Spiel zu geben. Und das gibt eben die Bewegung, wenn der Grill an der Position steht. Ja, beim normalen Öffnen und Schließen der Haube gibt es auch Bewegungen. Man hört es ein bisschen. Ist es jetzt nicht schlimm, aber man sollte halt wissen, ein bisschen mehr bewegt sich auf jeden Fall. Ja, was nun mein Fazit zu den Premium-Rollen hier für den Rösler G6S oder G4S? Also auf jeden Fall, die Verarbeitung ist gut. Optisch gefällt mir es auch super. Zum Fahren ist es wirklich auch viel besser, merkt man deutlich. Also wer viel den Grill hin und her schieben muss auf der Terrasse oder sowas, der ist auf jeden Fall damit besser bedient, wenn es darum geht, ständig hin und her zu fahren. Wenn der Grill einen Platz bleibt, dann wäre es halt rein eine optische Entscheidung. Da würde ich aber sagen, aufgrund der Stabilität würde ich vielleicht bei den Plastikrollen bleiben, wenn der Grill eh immer an einer Position bleibt. Abbauen und Anbauen der neuen Rollen war gar kein Problem, auch ohne Werkzeug. Die Bremse lässt sich mit dem Fuß oder auch mit der Hand bedienen und die Verarbeitung macht auch einen soliden Eindruck. Einzig das Bewegen im Kugellager, ihr habt es gesehen, das ist eben was man damit akzeptieren muss. Ich packe euch einen Link zu den Rollen mal unten in die Videobeschreibung. Aber was haltet ihr davon? Was wäre eure Entscheidung? Schreibt mir sehr gerne mal in die Kommentare, für welche Rollen ihr euch entscheiden würdet. Und wenn ihr sie kaufen wollt und über den Link in der Videobeschreibung kauft, dann unterstützt ihr auch den Kanal. Wenn euch mehr zum Thema Grillen interessiert, dann schaut doch mal in diese Playlist. Und wenn ihr mehr zum Thema Heimwerken sucht, dann schaut doch mal hier vorbei. Also bis zum nächsten Video. Macht's gut!